Armut bekämpfen, Kindern eine Zukunft geben, so lautet unsere Kampagne, die ja jetzt schon eine Zeit läuft und mit der wir auf das wachsende Problem der Kinderarmut hinweisen wollen. Kinderarmut hat ganz massive Folgen für Kinder und Jugendliche und das geht uns alle an. Die AWO setzt sich seit ihrer Gründung ein für Menschen, die nur eine leise oder keine Stimme haben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir gerade auf diese Kinder schauen, damit jedes Kind eine gleiche Chance erhält. In Deutschland ist jedes fünfte Kind von Armut betroffen. In Dortmund ist es sogar jedes dritte. Für uns Anlass, eine Kampagne gegen Kinderarmut zu starten. Wir haben da zwei wichtige Botschaften. Zum einen, Armut ist gemacht. Sie ist strukturell, sie ist gesellschaftlich bedingt. Nicht der Einzelne hat Schuld. Und auch die Botschaft, es lässt sich was verändern. Wenn tatsächlich Kinder, wenn Familien unterstützt werden, wenn sich Einkommensverhältnisse in Deutschland ändern, dann können wir auch Kinderarmut beenden. Das sind unsere Botschaften. Armut ist eine komplexe Benachteiligung und wir vom Bezirksjugendwerk möchten Kindern und Jugendlichen soziale Teilhabe ermöglichen und eine Stimme geben. Wir möchten ihnen ermöglichen, an Sachen teilzunehmen, wie zum Beispiel Ferienfreizeiten oder Aktionen, die sie sich sonst vielleicht nicht leisten können. Wir unterstützen finanziell, wir unterstützen persönlich und wir beraten auch. Und uns ist es ganz wichtig, dass keine ausgegrenzt werden und deswegen arbeiten wir sehr partizipativ. Die Aktivitäten in den Begegnungsstätten in der Kampagnenwoche haben gezeigt, wie schön Haupt- und Ehrenamtliche an dieser Stelle zusammenarbeiten können. Wir wollen damit auch den Charakter der Begegnungsstätten langfristig verändern. Wir wollen uns weiter öffnen für neue Zielgruppen. Begegnungsstätten sind nicht nur Orte für ältere Herrschaften, die sich zum Bingo treffen, sondern auch Orte, an denen Eltern, Kinder und auch Erwachsene sich treffen, begegnen und gegenseitig unterstützen. Ich möchte auf den Aktionstag am 26. hinweisen. Ab 11 Uhr findet ihr uns an der Reinoldikirche. Wir haben ein buntes Programm zusammengestellt, wo wir tatsächlich nochmal auf das Problem Kinderarmut aufmerksam machen, wo Mitarbeitende zu Wort kommen, wo wir um 12 Uhr eine Gesprächsrunde haben mit Anja Butschkau, mit Birgit Zörner, mit jemand vom Gewerkschaftsbund und vom Kinderschutz. Also ernst auch, aber wir haben es mit einem bunten Rahmenprogramm versehen, sodass es eben auch für alle Kinder und Familien was ist. Also kommt vorbei von 11 bis 16 Uhr an der Reinoldikirche. Ich freue mich drauf. Jetzt möchte ich einfach nochmal Danke sagen. Danke den Kindern, von denen wir die Zitate bekommen haben, für unsere tollen Banner. Danke den Eltern, dass wir die Augen der Kinder auch fotografieren durften und zur Verfügung hatten. Ich möchte den Mitarbeitenden danken in den Kitas, in den anderen Einrichtungen, die sich hier in der Kampagne mit engagiert haben. Ich möchte den Ehrenamtlichen danken. Ich glaube, dass es tatsächlich ein ganz tolles Beispiel ist, wie Ehrenamt und Hauptamt zusammenwirken können. Das haben wir unter Beweis gestellt. Ja, und dann möchte ich noch der Firma Wall danken. Die hat uns unterstützt, weil wir mit denen unsere tollen Plakate eben auch in die Öffentlichkeit bringen konnten. Mit denen waren wir hier auf den Infoscreens in der Innenstadt zu sehen. Das war toll. Ich glaube, wir haben da auch wirklich was erreicht. Danke. Gerade nach der Corona-Zeit, die lange Stillstand bedeutet hat, ist es toll, dass wir jetzt wieder starten können und dass wir haupt- und ehrenamtliche Aktivitäten gemeinsam fortsetzen können. Und das nach dieser langen Corona-Zeit, wo viele Aktivitäten ja auf Eis gelegen haben. Für uns ist das eine große Ermutigung, in dieser Richtung weiterzumachen und mit weiteren Aktivitäten Haupt- und Ehrenamt miteinander zu verbinden und für eine gute Sache, wie zum Beispiel bei dieser Kampagne einzutreten.